Hallo, heute möchte ich sprechen über das Buch Humble Inquiries von Edgar Schein. Auf Deutsch wird das Titel etwas wie Bescheidene Fragen. Und in diesem Buch schreibt er aus eigener Erfahrung, wie Fragen, demütige Fragen uns helfen können, eine positive Beziehung zu bauen. Er erklärt, dass wir so in einer komplexe Welt leben, wo Menschen aus unterschiedlichen beruflichen und nationalen Kulturen kommen und wo alle sich verstehen sollen. Und wie kann man sich verstehen? Wie kann man sich gegenseitig respektieren in so einer Gesellschaft, wo wir so unterschiedlich sind? Seine Antwort ist durch diese Humble Inquiries, durch diese demütigen Fragen. Wir sollten also, laut dem Autor, weniger belehren, mehr fragen und besser zuhören. Und die beste Methode, um es zu machen, ist mit seinen Humble Inquiries. Er schreibt, ich bin bereit, ihnen zuzuhören und ich mache mich ihnen gegenüber verletzbar. Das ist wie er mit dieser Methode anfängt. Was sind dann diese Humble Inquiries? Er schreibt, dass es ist die Fertigkeit und Kunst, jemanden zu befragen, Fragen zu stellen, dessen Autor man noch nicht kennt, eine Beziehung aufzubauen, die auf Neugier und Interesse am anderen Menschen basiert. Das heißt, es hat viel mit Neugier und mein Interesse an anderen zu tun. Um es zu machen, sollte man als erstes respektvoll umgehen können. Zweitens ist es sehr wichtig für jede Führungskraft, dass er den Wert der Freiheit schätzt. Er sagt, dass ein guter Leiter sollte lernen, seine Sicherheit zu opfern, um seiner Gruppe die Entscheidungsmacht zu geben. Und dann, nachdem wir diesen Punkt 1 und 2 gemacht haben, kommt man zum dritten Punkt. Das ist eine Beziehung. In einer Beziehung, die sich schon Respekt und Freiheit erlebt, kann man dann gute Fragen stellen. Durch diese Fragen wird die Beziehung sich vertiefen, weil Fragen zu Vertrauen führen. Ich empfehle dieses Buch an alle, die sich an alle, die lernen möchten, wie ich besser Fragen stellen kann. Und an alle, die sich fragen, wie kann ich gut umgehen in einer so multikulturellen Gesellschaft wie diejenige, die wir im Moment haben in Deutschland. Vielen Dank für deine Zeit.